Aber wir haben heute ein reichhaltiges Programm und ich bin drauf gekommen, weil ich gesagt habe, gestern hätten wir noch gesagt Spitzler. Da haben wir gesagt, nein, das ist ein unschöner Begriff aus einer unschönen Zeit. Unsere V-Frauen und V-Männer in Hannover. Und ich glaube, das ist ein Begriff, den auch der Kanzler tolerieren kann. Ja. Er ist zurzeit bei Pretzel Busch auf Besuch. Heute Mittag muss ich bei Spiegel Online lesen, George W. Pretzel Busch wusste angeblich nicht, dass wir demnächst hier Bundestagswahlen haben. Was soll ihn auch Nordbelgien interessieren? Oder? Es kann ihm doch wurscht sein, wer hier bei uns ans Telefon geht, wenn er anrufen lässt. Also, und der Kanzler ist in den USA, aber unsere V-Frauen und V-Männer aus Hannover haben uns erstklassige E-Mails geschickt mit sensationellen neuen Meldungen. Und man muss auch mal sagen, das fällt auf, stilistisch grandios. Super. Leichte Ironie, sehr elegant formuliert. Nicht umsonst sagt man, dass Hannover das beste Deutsch überhaupt spricht. Ja. Mit Endungen, mit Silben. Hannover spricht das schönste Deutsch, sprachlich. Wir können es beweisen. Und zwar, wir werden nachher anrufen hier bei Familie Kaspers im Edeka-Laden in der Straße, in der der Kanzler wohnt. Ja. Und das Sensationelle, ein V-Mann aus Hannover hat uns ein Bild gefaxt von Familie Kaspers und hat gesagt, das Bild ist in der DWZ. Und wir haben gesagt, stopp, wir sind ein Hochklasse-Produkt, in dem 80% der Zuschauer FDP wählen wollen. Wir möchten die Zeitung im Original haben. Unser V-Mann Micky Jacobs im Archiv hat einen Kurier angerufen in Hannover. Nee, auch da in der Nähe von, wo das herkommt, Bückeburg, im Taxiunternehmen, da gab es keinen Kurier. Und der Taxiunternehmer hat das aber nicht zum Taxipreis, sondern zum Kurierpreis gemacht. Ist doch toll, oder? Sensationell. Ja. Zum Kurierpreis ein Taxiunternehmer aus Bückeburg. Auf die Autobahn, links, Betonklotz auf das Gas. Das hier, meine Damen und Herren, die Tageszeitung für das Weserbergland. Wir stellen vor, eine Zeitung, die man nur empfehlen kann, die DWZ. Das ist mal ein Titel für eine Zeitung. Aus dem Weserbergland. Die DWZ. 400 Jahre vor Erfindung des Internets schon ein Domain-Titel. Ja? Die DWZ. Und dort ist ein Bericht über die neuen Nachbarn des Kanzlers im Edeka-Laden, und zwar Familie Kasper. Und ich glaube, ich hatte gestern Frau Jutta Kasper am Apparat. Die Jüngere. Die Mutter. Die Mutter, meinst du? Oder war es Anke Kasper? Ich glaube, es war die Anke. Tochter. Das sind die neuen Nachbarn, einige der neuen Nachbarn von Kanzler Schröder. Familie Kasper, top beliebte Edeka-Betreiber im Zooviertel in Hannover. Anke Kasper, Jutta Kasper und Alois Kasper. Die neuen Nachbarn. Und dort werden wir nachher anrufen in wenigen Minuten. Denn gestern Abend hatte Frau Kasper sehr, sehr viel zu tun. Ja. Ist verständlich. Das war gerade Rush Hour. Auch der Norden gibt sich närrisch. Braunschweig-Hochburg, das war klar. Wie schreibt man da? Allah, Felau. Wir feiern unseren ersten karnevalistischen Geburtstag, den 11. Umzug. Süß. Die DWZ, Salieri-Pleite. Wirklich eine schöne Zeitung. Haben sich auch eine Homepage, sehr viel Neues aus Hameln. Und die haben diese Familie vorgestellt. Und wir haben im Internet aufgerufen, bitte schickt uns aktuelle Fotos vom Edeka-Laden. Und das sind die aktuellen Bilder, die uns erreicht haben. Edeka-Markt in Hannover. Drunter noch deutlicher zu sehen. Das ist der Getränkemarkt. Das ist der Getränkemarkt gleich nebendran. Ja, genau. Ja. Wer ist dieser Mann? Ein Mensch geworden ist V. Oder? Wir wissen es nicht. Dann schickt uns Peter Krude das hier, noch eine präzisere Aufnahme vom Edeka-Markt. Geht gerade eine Frau vorbei und da steht ein Fahrrad und ein halber Sonnenschirm. Ja. Scheint noch schöneres Wetter zu sein als hier im Zooviertel in Hannover. Ein Sonnenschirm im Januar. Auch das verdanken Sie dem Kanzler, meine lieben Hannoveraner. Erinnern Sie sich mal, wie schlecht 16 Jahre lang das Wetter war in Deutschland. Jetzt! Unsere V-Frauen und V-Männer haben uns folgende Mails geschickt. V-Mann Jo Stracke schreibt, sehr geehrter Herr Schmidt, die Platnerstraße, das ist die Straße, in der der Kanzler wohnt, ist das richtig?
Ja. Das neue Haus? Also er wohnt an der Ecke Platnerstraße, Leisewitzstraße. Ich weiß jetzt nicht, woraus er seine Hausnummer hat. Weiß man ja nie bei diesen Eckhäusern. Gut, das wird uns ein V-Mann demnächst mailen. Ja, genau. In den nächsten Tagen. Verfügt über eine Bushaltestelle, an der die Buslinien 128 und 134 Halt machen. Mit diesen Buslinien könnte die Kanzlerfamilie umweltfreundlich und kostengünstig folgende Ziele ansteuern. Den Zoo Hannover, die Hochschule für Musik, das Kongresszentrum, das Schauspielhaus am Thielernplatz, das sich unweit eines exquisiten Zigarrengeschäfts befindet, ein Cinemax-Kino und die Zellerstraße. Hier wird der Kanzler allerdings nicht aussteigen, da er sich sonst mitten im Rotlichtviertel bewegen würde. Das können wir jetzt, wir haben das generalstabsmäßig hier eingerichtet. Ja. Die Bushaltestelle. Ja. Ja, Plattnerstraße, Linien 128 und 134. Denn wir haben das Modell gestern ein bisschen überstürzt und dilettantisch aufgebaut. Aber zum Glück gibt es Gundalf Gundalfsson in Hannover. Er schreibt uns, anbei sende ich eine Korrektur zur Lage im Zooviertel, wo gezeigt wird, dass der Zoo nicht gegenüber von Schröders Haus ist, sondern weit entfernt und die Musikhochschule auch woanders liegt. Das war natürlich ein bisschen viel Fehler bei uns auf einmal. Ja, ja. Übrigens, der Besitzer vom Edeka ist meines Wissens ein Mann namens Alois Kasper. Aber ich glaube, ihr habt während der Show mit der Tochter gesprochen. Siehste? Wir werden das gleich klären. Das ist die neue Lageskizze, genehmigt mit Luftaufnahmebehörde 028-17F des Bundesluftfahrtamtes in Niedersachsen. Und jetzt ein Meisterwerk der Technik. Wir überblenden das. Oh, wow. Ich stelle das jetzt um, ne? Also den Zoo tue ich mal ganz weg, das ist ja Quatsch, ne? Ja, mit dem der Zoo liegt nicht sichtbar für uns. Ja. Und schauen Sie, was heute technisch alles möglich ist. So, und jetzt ist das Schröderhaus ist richtig. Ja. Die Musikhochschule müssen wir, Hochschule für Musik, die müssen wir hier hin tun. Ja. Dann Wochenmarkt ist auch richtig. Ja. Da kommt aber noch eine evangelische Kirche dazu. Das ist wichtig, denn der Kanzler geht ja häufig in die Kirche. Ja. Ist er evangelisch? Das ist egal. Das weiß ich nicht. Ich glaube, der Kanzler ist protestantisch. Evangelisch, ja. Lutheranischen Glaubens. Ist das politisch korrekt genug formuliert? Ja, klar. Wir haben es ja einzige, weil wir haben ja Religion erfunden als Katholiken. So. Dann hier ist der Edeka-Markt. Ja. Da ist der. Da, unser Haus stimmt jetzt nicht so, aber so sagen wir mal so ungefähr. Und daneben, glaube ich, hier sage ich mal der Getränkehandel. Da haben wir keine Informationen. Gut, das wird noch präzisiert werden. V-Mann 0311, bitte mailen Sie uns, wo genau steht der Getränkehandel. Jetzt ist Folgendes, circa 250 Meter neue Mail von Peter Kammann, circa 250 Meter vom neuen Haus des Kanzlers entfernt, und zwar an der Ecke Leisewitz. Ellernstraße befindet sich eine Kneipe, die ich selber oft und gerne besuche. Nicht nur wegen des guten Essens, sondern auch wegen des ausgeschenkten Bieres. Und das war das Bier, das du heute trinken möchtest. Ja. Es ist Henke-Bier aus... Herke. Herke-Bier aus Peine. Ja. Und das ist nicht nur lecker, schreibt Herr Kammann, sondern hat auch potenzsteigende Eigenschaften, wie der Spruch, trink Henke-Bier, dann steht ihr dir belegt. Auch ich kaufe beim Edeka-Markt ein, die junge Frau Kasper, die Sie gestern am Telefon haben. Es war die junge Frau Kasper. Ja, ja. Ich vermute Anke. Oder Jutta? Schwer zu sagen. Junge Frauen in Hannover, heißen Sie eher Anke oder Jutta? Alois ist der Vater, oder? Ja, klar. Ja, natürlich. Die junge Frau Kasper, die Sie gestern am Telefon hatten, verkauft dort eine exzellente Leberpastete mit Preiselbeeren. Sollte Doris unbedingt mal kaufen. Ja. Toll, man ist schon per Du mit der Gattin des Kanzlers. Hast du dieses Bier hier? Das Herke-Bier ist auch noch unterwegs. Das musste ja auch in Peine besorgt werden. Und, kommt ebenfalls mit Kurier, meine Damen und Herren. Ja. Eine Flasche Bier mit Kurier aus Peine bei Hannover. Wo ist der Kurier? Soll ich mal anrufen? Ruf mal an. Er hat ein Handy? Er hat ein Handy. Ich meine, er hat natürlich eine Freisprechanlage im Auto, oder? Ist das einer von diesen jungen Studenten ohne Führerschein, die freihändig fahren, dabei trinken und so das Handy noch reingeklemmt haben? Ich habe gehört, der fährt ein Peugeot. Ohne ein Peugeot? Na, da sind wir aber stolz. Ach, der ist ja gar nicht von uns. Nee, CLS, jetzt ist er besetzt. Ja klar, er ist ein Trinkgänger wahrscheinlich. Peugeot, das klingt nach Schleichwerbung. Aber ich habe lange Citroën gefahren. Na, unsere Security hat eben, jetzt ist. Spreche mit Herrn Schweighammer, anderer Karl Schmidt Show. Sind Sie unterwegs, wo sind Sie denn? Vor der Ausfahrt Köln-Dellbrück. Oh, das ist nicht weit. Das ist ein Kilometer vom Studio entfernt.
Ach so, gut. Ja, dann warten wir noch. Kommen Sie einfach rein, wenn Sie da sind. Ja? Danke, tschüss. Fantastisch. Ich habe übrigens zwei Lieblingsfrauen in der Werbung. Das gehört jetzt nicht zum Thema, aber ich muss es loswerden, sonst vergesse ich es wieder. Ja? Ja? Das eine ist die Frau im Alpha, fiel mir jetzt ein, mit Automarken. Hast du mal gesehen, mit diesen vier Kindern, die so schreit? Nee. Finde ich sehr gut. Nie gesehen? Mal gehört, glaube ich. Sehr schön. Läuft da noch Radio? Wenn Werbung ist, dann gehe ich öfters ins Internet und dann höre ich ja nur, was für Werbung läuft. Ah, verstehe. Uiuiuiui, wenn Werbung ist. Aber meine absolute Lieblingsfreunde Werbung, und ich weiß, dass viele von Ihnen genauso empfinden wie ich. Gräfin Pfuhl von Edu-Schogal. Habe ich recht? Habe ich recht? Eine Traumfrau. Und du glaubst nicht, wie Frauen diese Frau hassen. Echt? Ja. Was ich über Gräfin Pfuhl schon an negativen, an übelsten gynäkologischen Vokabular hören musste. Und ich sage, seid ihr bekloppt? Die schalten bei uns Werbung. Gräfin Pfuhl. Du kennst Gräfin Pfuhl? Ja, klar. Wie die eine Tasse trinkt, das kann nur der Adel. Ja. Sowas hat Nathalies Vorfahren die Rübe abgehackt. Ja. Und bei uns schnüffeln, wer was wählt, diese Franzosen. Ja? Gräfin Pfuhl, diese Frau im Alpha und Gräfin Pfuhl von Edu-Schogala. Ja. Ein absoluter Traum. Und ich glaube, Gräfin Pfuhl heißt wirklich Gräfin Pfuhl. Ja, ich habe mal einen Bericht über die gelesen. Auch die ganzen Kinder.